Ostern neu erleben. In der Osterzeit genügt ein Blick in die Umgebung und das Wunder des Lebens springt uns entgegen. Junges Gras, zarte Blüten, drolliger Tiernachwuchs. Wie leicht schwingt unser Herz damit, feiert, genießt, freut sich am Leben. Wenn wir einen zweiten Blick auf die Ostergeschichte riskieren, kann das irritierend sein. Im Zentrum steht die Hinrichtung eines Mannes vor 2000 Jahren. Das scheint nicht zu passen. Neues Leben, Frühlingsgefühle und Tod? Neugierig, wie das zusammenkommt und am Ende das Leben siegt? Dann entdecke Ostern noch einmal ganz neu und begib dich mit auf eine 30-tägige Ostersuche. Gerne werde ich euch mitnehmen und jeden Tag einen kleinen Impuls aus dem Buch Osterneu erleben vorlesen. Heute beginne ich für den Sonntag, 4 Wochen vor Ostern, mit dem Kapitel Das längste Wochenende des Jahres. Ist Ostern tatsächlich einfach das längste Wochenende des Jahres? Gerade lang genug für einen Kurzurlaub in den warmen Süden? Und Grund, endlich die Sterne der Weihnachtsdeko abzuhängen und durch schöne Dekoeier an blühenden Ästen zu ersetzen? Laut Wikipedia ist Ostern das wichtigste Fest des Christentums. Die 2,2 Milliarden Christen weltweit müssten also begeistert sein von diesen 4 Tagen. Begeistert von der Erinnerung an die Ereignisse, die vor 2000 Jahren die Grundlage für die heute größte Weltreligion gelegt haben. Aber 2000 Jahre sind eine lange Zeit. Viel von der Begeisterung scheint unterwegs auf der Strecke geblieben zu sein. Wir haben uns auf die Suche gemacht. Nicht nur auf die Suche nach einem der 220 Millionen Schokohasen, die jedes Jahr allein in Deutschland hergestellt werden, nein, auf die Suche nach dem Ursprung von Ostern. Denn wir wollen die Osterfreude zurück. Dieses Osterfest wollen wir nicht einfach vorbeiziehen lassen. Es soll mehr werden als ein langes Wochenende, mehr als eine kurze Verschnaufpause im stressigen Alltag. Wir spüren, dass da so viel drinsteckt an Hoffnung, an Erfüllung, an Leben. Und wir möchten mit dir teilen, was wir für uns neu entdeckt haben. Um Ostern neu zu erleben, um von der Tragweite von Ostern begeistert zu werden, reicht es nicht zu wissen, was sich an Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag ereignet hat. Die Freudenbotschaft von Ostern nennen Christen bis heute das Evangelium. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet gute Botschaft oder frohe Nachricht. Das Evangelium ist keine Theorie, keine Verkettung von Ereignissen. Es ist eine Begegnung mit der faszinierendsten, umstrittensten und liebevollsten Persönlichkeit, die je ihren Fuß auf diesen Planeten gesetzt hat. Jesus von Nazareth. Ganz egal, ob du dich zu den 2,2 Milliarden Christen zählst, die ihren Glauben auf Jesus Christus zurückführen, oder ob du mit Ostern bisher nur ein verlängertes Wochenende verbindest, wir sind überzeugt, dass es sich lohnt, den Geheimnissen rund um Jesus auf die Spur zu kommen. Danke, dass du dich mit uns in den kommenden 4 Wochen auf die Ostersuche machst. Ich wünsche dir für heute einen wunderschönen, gesegneten Sonntag und freue mich auf den Impuls morgen. Bis morgen!